Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Reisebüro on Air, der Podcast für leidenschaftliche Reiseverkäufer. Wie in jeder Episode gibt dein Showhost Margit Häuser dir wertvolle Impulse, neue Ideen und Tipps, die du im Reisebüro gleich umsetzen kannst. Ganz nach dem Motto: erst hören, dann direkt ausprobieren. Viel Spaß! Hallo und guten Morgen, guten Abend, Mahlzeit oder wo immer auch seid. Hallo ihr Lieben. Manchmal passiert mir doch tatsächlich, dass ich nicht so richtig weiß, was wäre denn das nächste Thema. Und immer wenn ich überlege, dann kommt der Meister Zufall. Naja, Zufälle gibt es ja nicht. Also mir fällt was zu. Und so ging es mir diese Woche. Endlich mal wieder Shopping mit meiner Tochter. Überhaupt Shopping, schon ganz schön lang her, gefühlt eine Ewigkeit. Und dann mit meiner Tochter durch Kemptens Fußgängerzone. Ach, zwischendurch braucht mir mal eine Pause. Und in der Fußgängerzone gibt es eine mini kleine Kaffeerösterei. Ganz süß. Hier kann man sich individuell die Kaffeebohnen raussuchen und sich einen herrlichen Kaffee brühen lassen. Der Inhaber hat recht viel Ahnung von Kaffee. Auf die Frage, was er von meinem aus Bali mitgebrachten Kopi Luwak, diesen Katzenkaffee, hält, hat er mir gleich einen großen Vortrag gehalten. Und ich war völlig begeistert über sein Expertenwissen und gab ihm zu verstehen, dass ich gern verschiedene Kaffeesorten mitnehmen und ausprobieren möchte. Das hat er gar nicht registriert. Weiter erklärt und erzählt von den verschiedenen Röstarten, welche Milch ich nehmen soll und wie man Kaffee richtig aufbrüht. Ich wollte auch gern so einen Filter und eine Kanne kaufen. Ich war sogar ganz nah dran, einen wahnsinnsteuren Kaffeeautomat zum Brühen zu kaufen, aber auch hier hat er nicht reagiert. Das End vom Lied. Wir haben einen Cappuccino getrunken und gingen mit dem Kopf voller neuen Wissen aus der Kaffeerösterei. Allerdings ohne irgendetwas zu kaufen. Prima, wenn er das öfters macht, bleibt echt nicht viel hängen. Ein ähnliches Erlebnis hatte ich beim versuchten Bettenkauf in einem Möbelgeschäft. Ein sehr freundlicher Herr. Etwa in meinem Alter, hat mir von jedem Bettenhersteller die Qualität, die Herkunft, die Federn und das restliche Innenleben erklärt. Er wusste alles und hat mich tatsächlich wunderbar aufgeklärt und schwindelig geschwätzt. Er hat weder gefragt, ob ich so ein Bett kaufen möchte, noch hat es ihn interessiert, was ich wirklich brauche, noch als ich gehen wollte, nach meinen Kontaktdaten gefragt. Ich war immerhin 2 Stunden in dem Möbelgeschäft und bin unverrichteter Dinge, aber völlig erschöpft aus dem Laden gegangen. Was möchte ich dir damit sagen? Du kannst es dir schon denken. Gehen wir mal Schritt für Schritt vor. Erstens, Kunden mehr zum Sprechen bringen. Du fragst. Der Reisebürokunde erzählt, denn wirklich, um verkaufen zu können, musst du wissen, was der Kunde wirklich will, braucht und bislang auf Reisen erlebt hat. Die Frage nach den bisherigen Erfahrungen kann entscheidend dazu beitragen, die Werte und Einschätzung des Kunden zu erfahren. Eine meiner Lieblingsfragen ist, über was er sich schon im Internet informiert hat oder was er sich bereits rausgesucht hat. Weil hier sprudeln viele Kunden mit Informationen richtig drauf los und du kannst das sortieren und kommst gut mit, was für Kategorien er sucht und was er gern hätte. Eine gute Bedarfsermittlung besteht aus Fragen, bis alles klar ist, bis der Arzt kommt. Alles, Tag und Nacht, Sport und Kinderstrand und Unterkunft, Reisedauer und Temperaturen. Bitte nichts überspringen. Emotionaler Verkauf. Die Daten wirst du schon nicht vergessen.
Und wenn du es nochmal genau nachlesen willst, geh auf mein Buch auf wir-verkaufen-urlaub.de und dort gibt's die perfekte Bedarfsermittlung für zur perfekten Reisebuchung. Zweitens, darf es noch ein bisschen mehr sein? Eine Top-Angebotspräsentation geht auf die erfragten Wünsche ein, besteht aus kurzen Erklärungen, vielen Bildern und vielen, vielen Rückfragen. Nimm den Kunden mit ins Boot. Halt keinen Monolog. Du musst hier nicht dein Wissen verbreiten, sondern du musst gucken, wie und was möchte der Kunde. Auch das kannst du nachschauen auf www.wirverkaufenurlaub.de. Da gibt es noch einen Artikel, der heißt das Angebot überzeugend präsentieren und cool verkaufen. Tja, und dann ganz logisch, die logische Folge, der Lohn der Arbeit. Ein guter Abschluss besteht hauptsächlich aus der Abschlussfrage. Hier nicht mehr viel labern. Maximal eine freundliche Kaufaufforderung und das kannst du auch nachlesen, auch im Buch Deal or No Deal, die 10 besten Methoden für den Buchungsabschluss. Und jetzt noch ganz wichtig, der Kunde muss dir leicht folgen können. Für dich sind viele Maßnahmen und Tätigkeiten, damit auch bestimmte Fachbegriffe, selbstverständlich, so redest du jeden Tag. Ein Kunde versteht diese aber nicht zwangsläufig. Die wenigsten Kunden werden dich unterbrechen, wenn sie irgendwas nicht verstanden haben oder ihnen nicht klar ist, von was du sprichst. Viele hoffen, dass sich das Puzzlestück noch ergeben wird am Ende des Gesprächs. Am Ende des Gesprächs verstehen sie aber zu wenig und werden dann in der Regel nicht kaufen. Du musst dir Gedanken darüber machen, mit welchen Karten, Bildern, Reiseerlebnisse und Präsentationstechniken dein Gegenüber derartig in ein Verkaufsgespräch einzubinden. Dass aus dem Verkaufsgespräch immer ein Dialog wird, habe ich dir schon mal gesagt, nicht zwei Monologe. Und dazu sind halt mehr als 3 Fragen während eines Verkaufsgesprächs notwendig. Ist doch klar. Sei dir auch im Klaren, dass es nicht entscheidend ist, was du zu deinem Kunden sagst, sondern was der Kunde zu sich selber sagt, wie er das empfindet, wie es in seiner Welt ankommt. Dies allerdings kannst du entscheidend beeinflussen, wenn du dir immer wieder darüber Gedanken machst, wie du es dein Gegenüber fesseln kannst. Mit hohen Wortanteilen, langweiligen Bildern und wenig Nutzen und noch weniger guten Fragen wird dies nicht gelingen. Und wenn sich alle Verkäufer diese paar Regeln zu Herzen nehmen, dann verkauft der Kaffeeröster seinen Kaffee, den Filter und die Kanne gleich noch dazu und der Bettenverkäufer das Boxspringbett, das ich eigentlich wollte, und alle nützlichen Zubehörteile. Und du die hochwertige Reise mit allem, was dazugehört. Naja, so geht das. Es darf geübt oder mit mir zusammen getrainiert werden. Es gibt auch gerade ein passendes kostenloses Webinar am Donnerstag, 27.02. um 8.30 Uhr. Das findest du auch in den Shownotes bei www.edudip.com. Findest du das Webinar zu diesem Thema. So, und vermutlich hast du diesen Podcast kurz vor Arbeitsbeginn gehört und ich wünsche dir gleich einen Kunden, den du viel fragen darfst, der ganz begeistert ist von deiner Erklärung und auf jeden Fall buchen wird. Bleib großartig. Bis bald. Deine Margit. Das war eine weitere Folge des Podcasts Reisebüro On Air. Der Podcast für leidenschaftliche Reiseverkäufer. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte den Podcast bitte auf iTunes mit 5 Sternen und abonniere ihn, damit du keine weiteren Folgen verpasst. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.